Einen wunderschönen Nachmittag wünschen wir. Wir sind bei der zweiten heutigen Runde der Großes Gewächsnachverkostungen. Jetzt geht es um Rotweine. Wir machen Spätburgunder, so querbeet. Ein Lemberger ist dabei, der Rest ist Spätburgunder. Wir machen nicht allzu viele. Das heißt, es wird diesmal nicht so ewig lang. Noch muss ich dazu sagen, jetzt kommt dann die Sonne außenrum. Wir können unseren Rollo immer noch nicht bewegen, weil wir halt einfach immer noch in dieser Bruchbude. Wie auch immer. Das heißt also, wenn sich jetzt die Lichtverhältnisse ändern, wir können nichts dafür. Das ist nur dieser komische Planet, der um diesen komischen Stern kreist. Und da kommen halt einfach dann unsere Fenster dann manchmal in die Quere und dann schaut es komisch aus. Wir fangen an. Wir machen Spätburgunder, große Gewächse, einen Lemberger, einen Piraten. Sowas in der Art. Ja? Gut. Fangen wir an? Gut. 3, 2, 9, 7, 5, 1. Bin immer zu blöd, da richtig hinzuklicken, das erste Mal. Naja. Jetzt habe ich es aber wieder 3295. 3, 2, 9, 7, 5, 1. 9751. Hä? Okay. Huh. Ach so, das ist dann schon die Konterprobe. Ich verstehe. Das riecht ein bisschen dumpf. Offen, Ja, offen. süßlich, Etwas karamellig, schärfend. vegetabil. Ja. Ja, offen. Na, so was Ranziges. Oh. Findest du nicht? Ja, also es ist Ist nicht völlig gut. zerfahren. Schärft ein bisschen. In der Nase habe ich schon so eine billige Schokolade. Ja, aber nicht nur das, auch sowas an Kompost erinnern das. Ja, aber auch so, weil wir vorhin so wirklich Brühe, so artifizielle. Ja, aber die Brühe steht schon ein paar Tage rum. Also, das ist überhaupt unschön, das ist einfach. Das ist nicht reintönig, das ist schärfend, das ist stumpf, das hat was Ranziges, das ist völlig unklare Nase. Schmeckt's auch. Ja, also ich finde, es schmeckt besser, als es riecht. Meine Meinung, es ist natürlich trotzdem nicht, Aber es ist gedeckt, ist macht nicht kein stumpf. Käserinde hat es richtig ziemlich Käse. deutlich. Ja, und dann hat es aber auch im Abgang so ein Vanillezucker, so Ja, ein. und wirklich so auch so einen billigen Käseton, wie du ihn so, dieses reine Käsearoma, das du so bei irgendwelchen amerikanisch inspirierten Snacks hast, weißt du, Käse, Chips, Cheese and Onion oder irgendwas, diesen künstlichen Käseton. Also es schmeckt einfach schon nur noch entfernt nach Wein. Aber es Entschuldigung. hat, was ihn etwas rettet im Mund für mich, ist, er hat etwas Saft oder er. Ja, gewissen Saft hat Aber es schmeckt auch wirklich nach ranzigem Getreide. Es ist wirklich deutlich, oder? Ja. Also, die sind keine 80. Das sind keine 80. So leid mir das tut. Das nennt sich großes Gewächs. Das ist. Also, wenn du das trinken musst, das ist eine Strafe. Warum? Warum kann das so ein großes Gewächs sein? Entschuldigung, das zeige ich jetzt auch. Das ist Blankenhorn. Schlingener. Sonnenstück, Spätburgunder, angeblich großes Gewächs 2012. Ich verstehe es nicht, muss ich ehrlich sagen. Das ist grauenhaft. 3, 2, 9, 7, 9, 4. Kostet um die 30 Euro, das muss man sich vorstellen.
So ein bisschen offen. Ja, aber es riecht wenigstens nach Spätburgunder. Man merkt den Alkohol. Ja, das. Ein bisschen Gummi. Ja, es hat auch eine Menge. Ein bisschen Fleisch. Rauch. Ja, ich habe auch Lauch. Ja, ja, schon. Ein bisschen speckige Frucht. Ja, mein Gott. Wird es sehr rauchig und speckig. Ja, ja, also das ist schon Grillkohle. Ja. Ja, das erinnert auch so ein bisschen, das ist ein bisschen so an verbrannte Kartoffeln. Ja. Oder Kartoffelschalen. Ja, absolut. Gerade im Abgang, das ist das, was stehen bleibt, ja. Es schmeckt so ein bisschen nach einfachem Weinbrand. Es hat auch schon einen Malzalkohol, oder? Ah, hallo? Ich meine, es hat schon eine gewisse Substanz und man kann die Sorte erkennen und das ist nicht ganz schlecht, aber puh, das brennt. Das ist rosig. Also das hat nicht mehr unter 80, das hat schon 83, aber das ist 2011. Spätburgunder roter Boden vom Iringer Winklerberg von Stiegler. 15% Alkohol. Das braucht es halt einfach beim Spätburgunder echt nicht. Das schmeckt es halt auch. Es ist halt echt brandig. 329713. Doch, das wird ein bisschen ranzig hinten. Schmeckt wie ranzige Nüsse und ranzige Schokolade. So. Ja. Das ist ein bisschen krautig. Das ist auch kartoffelig. Und Petrol. Das riecht ein bisschen nach Tankstelle. Wieder Gummi. Ist zwar völlig anders als der andere, aber diese Reifengumminoten hat er auch. Ja, aber er hat schon auch so getrocknete Pilze. Also es ist nicht reine Tankstelle. Ja, ja, schon richtig. Ich kann deine Tankstelle nachvollziehen. Es bleibt kartoffelig. Und es ist bitter. Das ist bitter und auch ein bisschen sauer. Es hat ein bisschen Mineralik. Salz hat es nämlich auch. Aber diese Bitternis. Und dieser Säurebiss, das hat ja fast was Zitroniges. Das hast du gar nicht hingeschrieben. Schreibe ich gerade. Es hat unheimlich viel Säure. Mhm. Und dann ist es wirklich dieses Bittere und Trocknende. Das macht überhaupt keinen Spaß. Das willst du nicht trinken eigentlich. Das ist, du kannst ihn nicht unter 80 oder sowas werden. Nein, weil es hat ja Substanz und alles, aber es hat, es ist so freudlos. Schon. Das hat auch ein großes Gewächs. Das ist wieder 2011. Mauchener Frauenberg von Lemlin Schindler. Und rosig. Das ist ein Kamin ausschlecken. Blödes Holz. 329703. Wirklich animalisch. Riecht wie nach nasser Wäsche. Und viel Holz. Ja, das Holz. Und es ist ein sehr dunkles Holz. Bisschen Wildbret habe ich. Mhm. Genau.
Bisschen säuerliche Frucht, aber es ist immerhin einmal Frucht, endlich. Das hat aber auch wirklich diese leicht grünen Töne und dann Zitrusaromen. Da steht relativ viel nebeneinander. Und deshalb unharmonisch und deshalb auch die Punktzahl. Ja. Weil sonst könnte man über einen nachdenken, aber es ist wirklich im Moment gibt es Was Bitterorangiges. Ja, es passt nicht so richtig zusammen. Es ist ein bisschen wischiwaschi. Es ist auch nicht tief. Dann bleibt es spröde. Es hat ja gewisse Substanz und es hat einen gewissen Saft, aber großes Gewächs. Also bitte. Ist es einfach nicht. Da sind wir am Mittelrhein. Das ist der Bacharacher Hahn 2013 von Toni Joost. 9933. Das riecht ganz seltsam. Ja, zittrig. Ja, ich meine was ganz was anderes. Gib mir das nochmal. Nicht, dass ich da von dem anderen was reingemischt habe. Es wirkt so ganz seltsam parfümiert und gleichzeitig säuerlich. Säuerlich, ja. Ich finde, das Parfümierte ist bei mir, dass das Zedernholz zu Ja, sehr es hat schon zittrig, aber dominiert. das meine ich nicht. Das ist eher so, wie wenn du irgendwas mit Leonor wäschst und dann zu lang in der Waschmaschine lässt. Ich dachte, da kommt jetzt der Friseursalon. Ja, das ist ja so ähnlich von mir aus. Das kannst du auch nehmen, aber es ist eigenwillig parfümiert. Oder doch die Räucherstäbchen? Hat einen gewissen Saft wenigstens. Aber da wird es abparfümiert. Ja, so ein bisschen was Salziges hat er. Am Gaumen ist es deutlich besser als in der Nase. Das hat er wirklich Zug. Aber vielleicht sind es 84. Am Gaumen sind es fast 6. In der Nase sind es Okay, na aber gut, dann steht er da gut. Nicht mehr wie 4. Ja, nur 3. Aber der Gaumen ist erstaunlich. Das hält an. Die pfeffrigen Noten sind da. Das zeigt da Herkunft, das ist Bückstadt, ne? Jo. Da steht er richtig gut. Am Gaumen ist das richtig gut. Da stört mich auch dieses Lavendelartige nicht. Das ist nämlich das, was er hat. Das ist das, was so dieser Waschmittelton, der in der Nase so stark ist. Das ist am Gaumen auch, aber das stört da nicht. Wahrscheinlich müssen wir ihm aufgrund der Nase doch noch 84 geben. Das hilft halt alles nichts. Aber am Gaumen? Guter bis sehr guter. Ja, finde ich absolut, Ja, okay. weil eine gewisse Länge hat er. Also das ist kein großes Gewächs. Das ist etwas, das hat mir gestern jemand vorbeigebracht. Das haben wir dann halt einfach mal mit reingenommen. Das ist eine Nebenerwerbswinzerin, Alexandra Metzela heißt sie, aus Bürgstadt. Und es schmeckt wirklich nach Bürgstadt. Also geschmacklich ist es echt klasse. Die Nase ist nur ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber man kann davon ausgehen, dass wenn es das so weitergeht,
dass da wirklich was daraus entwickelt. Und der Wein kostet, wenn ich richtig informiert bin, 6,90 € die Flasche. Und für das, wie das schmeckt, ich habe ihn immer noch im Mund. So lang wie das ist und so saftig wie das ist, ist das ein totaler Schatz. Wir hatten gerade große Gewächse, die kommen da nicht ran, kosten aber 30 oder 40 Euro. Das kostet 7. Also ich zeige es nochmal. So, und ich lese es nochmal vor, weil ich weiß auch nicht. Wolkengucker heißen die. Weinbau Alexandra Metzela oder Metzela mit Doppel-Z in Bürgstadt. Ich würde es mal probieren. Denn das Geld schlag erst mit den Ohren. Gut. 3, 2, 9, 5, 2, 6. Also nochmal, ich kenne die gar nicht. Mir hat das nur jemand reingegangen und gesagt, probiere das einfach mal. Und ich war so angetan um das Geld, dass ich gesagt habe, das probieren wir jetzt einfach mit. Nicht, dass irgendjemand denkt, wir haben da irgendwas davon. Machen da Promotion. Kühl, ein Also bisschen es säuerlich. riecht sehr aufgeräumt in der Nase. Ja. So kleinbeerige Noten. Auch wieder ein bisschen Wurzelgemüse, ja, Ja, und Waldboden. Wurzelgemüse, aber auch Wurzelkräuter. Was sind denn Wurzelkräuter? Das ist Lorbeer, das ist durchaus auch Petersilie. Warum heißen die Pfefferminz. Wurzelkräuter? Heißen die wirklich so? Nein, Suppenkräuter, Entschuldigung, Suppenkräuter, ich dachte mir gerade. für die Suppe brauche ich wohl. Ja. Suppenkräuter, ja, jetzt? Ja. Wurzelkräuter. Aber jetzt ganz klar. Okay, gar nicht. Auch der Orangenzesten, florale Noten. Richtig, Orangenzesten ist sehr, sehr deutlich. Das ist gut, sehr gut. Das Billige stimmt. Ein bisschen nussig auch. Es ist halt nicht besonders tief. Und diesen wenig trocknenden Gerbstoff empfinde ich gar nicht. Was? Den trocknenden Gerbstoff. Echt? Ich schon. Ich finde es auch heute noch Bei trocknend. mir zieht Das ist von es gestern, ja. Also noch. Speichel. Ja, er zieht auch Speichel. Das ist beides. Das ist vorne Ja. trocknender. Also bei mir überwiegt eher Also das. teils. Danke. Ich bin ja nicht so. Aber ist das wirklich tief? Naja, es ist Man hat ein bisschen so viel zu Kandisnoten wenig, und dann viel zu süßelt es ganz wenig. leicht. Es reicht nicht für mehr, oder? Für mehr Punkte. Ja. Bei mir schon. Was? Ja. Bei mir nicht. Das ist mir zu indifferent in der Nase und zu wenig tief im Gaumen. Ich meine, es sind schon 86, das ist ja nicht wenig. Für ein großes Gewächs ist es wenig, aber er kann doch nicht mehr. Was hast du gesagt? Die Nase ist für dich Ein bisschen zu indifferent. im Sinne von verwaschen. Naja, verwaschen wäre jetzt die Steigerung, aber halt so ein bisschen. Zu wenig eindeutig und dann am Gaumen so dieses Zitronige, ein bisschen. So gerade die Nase. Das, wenn du blind probierst, hältst du es ja fast für einen Weißwein. Das ist so zitrusbetont, so ein Hauch süßlich, ein bisschen Kandis drin, nicht wirklich tief. Ich habe auch so Heidelbeeren in der Nase. Schwarzbeerig steht ja da. Ja, dass er das hat, steht doch ganz außer Frage. Dass das ein guter Wein ist, steht auch ganz außer Frage. Aber für hohe Weine? Und du kannst mir gerne mal einschenken. Wo wärst du denn? Zwischen 7 und 8. So hoch. Ja. Himmel hilf. Hat er so ein, das ist so ein ganz leises ganz leise Kammermusik für mich. Echt? Aber wenn ich jetzt hier mit dir rede, dann arbeitet der Wein.
finde, dass das viel zu wenig Punkte sind, weil er auch Schliff hat, weil er auch ja, alles, alle Aromatiken, die er hat, sind von sehr also Qualität. Also sie sind er ist von gestern. Also du bist, Also, wie können wir da? Es ist einfach so, dass ich jetzt 1,5 Punkte gut habe. Oh Gott. Aber ich vertraue dir da jetzt einfach mal, weil du ja da auch ein Gefühl dafür hast. Aber ich sehe es nicht ganz. Ich bin ein bisschen unsicher, ob das sich gut entwickelt. Der ist immer noch da. Ja, ja, aber es ist für mich nicht richtig zusammengesetzt. Aber wir werden sehen. Das ist Zehnthof Luckert, das ist der Sulzfelder Maustal, Spätburgunder großes Gewächs, 2013. Wie gesagt, wir sehen uns leicht uneins. Also bitte vorher probieren. Natürlich ist das kein schlechter Wein. Ja, wir sind uns uneins. Ich habe dir klein beigegeben. Ich habe 1,5 Punkte jetzt gut. Wer alles beobachtet hat, weiß, dass ich 1,5 Punkte gut gebe. Ich hinterher wieder. Vorsicht, dass ich das jeden Abend gelöscht, die Punkte? Ja, aber ich habe heute ja noch was. Es kann ja sein, dass ich es noch brauche heute. 329760. Damit kann ich erleben, dass die dann am Abend gelöscht werden. Das ist Lavendel. Das ist Lenore in Reinform. Ja, und ein bisschen Hopfen, das steht auch schon drin. Hopfen ist interessant. Hefe, ein bisschen Holz. Ich bin eher auf so eine Fleisch. Fleischbrühe vor allem. Oder nicht? Konsommé. So das. Fleischbrühe. Aber das Lenore ist schon deutlich. An dem kannst du sehen, was der andere konnte. Ja, dann wird ein bisschen lasch, ne? Ja. Das ist überreif. Naja, das ist halt einfach wieder überreif. Dann muss halt dann der Spätburgunder wieder 100 Öxle haben oder irgendwas oder 100 was weiß ich was. Ja, da merke ich aber nicht, was der andere kann, sondern dass der halt noch ein bisschen weniger kann. Ja, ich bin jetzt stur. Naja, aber das sind alle 85. Das wird auch nicht so lang halten. Das entwickelt sich nicht sonderlich gut. Es ist ja nicht schlecht, aber es ist auch nicht wirklich, wirklich gut. Das ist Weingut. Altenkirch aus dem Rheingau mit der Lorcher Pfaffenwies 2012. Erstes Gewächs. 12 war ja ein tolles Weißwein, ja, aber im Rotweinbereich ist das extrem schwankend. Und oft ist es ein bisschen zu reif. Ein Kunststück von Hand gefertigt. Naja. Ich hätte es früher geholt. Das ist ein bisschen malzige, verschwimmende. 3, 2, 9, 5, 5, 6. Nicht wirklich Länge. Das gefällt mir schon besser, auch wenn es ein bisschen so gebrannt und altholzig ist. Du hast schon kantierte Mandeln. Mhm. So getrocknet, ja. Florale Noten. Hat auch am Gaumen. Also ganz leicht malzig, aber nicht so überreif wie der Vorgänger. Gewisse Wärme, das
steht ja schon da. Naja, den Alkohol spürt man schon auch. Das ist klar, dass das ein bisschen warm ist. So viel hat er nicht, aber nicht gut eingeladen. Ja, aber es ist halt ein bisschen warm. Es ist halt nicht ewig tief. Das ist die Frage, sind das ja 6, oder? Ja, ich glaube schon, obwohl, ja, es ist auch so irgendwo dazwischen. Ja, aber es ist nicht wirklich tief. Es ist ein bisschen rau. Das ist ja ganz gut, aber das ist doch kein großes oder erstes Gewächs. Das ist für mich. Ja, es tut immer leid, aber es ist halt so. Das Weingut Wehrheim. Was ist denn jetzt wieder los? Ah. Kastanienbusch, Köppel, Wehrheim 2012. Ich sag's ja, 12 ist tückisch. Das war damals schon, letztes Jahr haben wir das schon geschrieben, als wir den größeren Teil der 12er große Gewächse haben, dass der Werger indifferent ist. Das 3, 2, 9, 6, 5, 4. Du merkst es auch, wenn du es jetzt, es hat nicht wirklich große Länge, ne? Das ist halt, das ist guter Wein, aber es ist kein Erstklassiker. Nein, ein großes Gewächs. Vor allem, du zahlst ja für sowas irgendwo zwischen 30 und 40 Euro. Und, oder zumindest Ende 20 bis 40 Euro. Das ist einfach zu viel. Kriegst in Burgund hat doch was anderes. Und sogar in Deutschland. Ja, sehr gewürzig. Tabak, Suppenkräuter, sehr fest. Ja, wunderbar. Cranberries. Genau. Ach, Cranberries heißen auf... Auf Deutsch Wunderbeeren, ja. Und Fenchel. Wie Fenchel? Frisch? Wirklich so eine frische... Ja, das sind eher die Samen. Und Wacholder? Mineralik? Ziemlich komplex. Ja, genau. Das... Möchte ich auch mal. Pfeffer. Also, unglaublich tolle Gewürznoten. Er hat Fenchel, er hat Vanille, er hat Wacholder, er hat Pfeffer. Also es ist schon großartig. Ja, und Mineralik dazu. Also... wird ein ganz toller Essensbegleiter werden. Wahrscheinlich, aber das ist im Moment noch richtig zu. Wacholder da hinten ganz deutlich, sogar fleischige Aromen. Auch so ein Hauch Zitrusfrüchte. Ja. Also wieder zestenartig eigentlich, ne? Ja. Gute Frage, denke ich auch. Das kann er locker. Ja, aber ich glaube nicht mehr. Ja, weil er einfach nicht die Tiefe hat. Für mich jetzt. Ja, ja. Ich weiß das nicht, passt ich weiß. Schon. Ja, okay. Sehe ich auch so. Gut. Was hatten wir? Ah, das ist das Weingut Bercher, Burgheimer Feuerberg. Für Bercher eigentlich ein ganz untypischer Stil, weil unheimlich zupackend. Komm, stell scharf. Ah, weil er so zupackend ist. Früher war Bercher viel rotbeeriger und ein bisschen wärmer und weicher. Und jetzt hat er, das ist ein ganz anderer Biss als früher. Das ist gar nicht uninteressant. Super. Ja. Well done. 3, 2, 9, 6, 7, 5. Oh, ich muss dir mein Glas geben. Oh, dann. Hab ich? Sagst du wieder, ich wäre geizig? Oha. Oha. Ja. Also, erstens, es sieht. Es sieht, man kann es nicht zeigen, aber es ist unfiltriert. Es hat einen fast schon interessanterweise auf der einen Seite fast strahlenden Kirschton
Aber es ist unfiltriert, weil es hat eindeutig trübe Ich finde, es wirkt Töne. schon wie fast noch wie eine Fassprobe. Also das hat er. Findest du nicht? Ja, aber das kann schon sein. Das sind jetzt halt oft so, wenn die unfiltriert abgefüllt sind. Also Das ist kalt, tolle straff, Frucht. tief. Ja. Wirklich tolle Frucht und eine schöne Würze, richtig gewürzige Aromen. Dann, ja, genau. Und das kommt vom Holz. Es ist so ein, schon ein Nelken, aber Richtig. ganz, also es gibt ja, Nelken können unglaublich Aufdringlich penetrant sein. werden. Und das ist aber so ein richtig, nur so eine Untermalung. Ja. Wunderbar zu der Frucht. Ist überhaupt nicht aufdringlich. Ich sollte dich mal ein bisschen mehr in die Dings nehmen. Wenn du dich so zurücklehnst, sieht man dich nicht. Und feine tabakige Aromen, ganz feine Kräuter. Ich finde das sehr, sehr einladend. Ja. Schon Das so ist schon ein toll, die Nase. etwas gereift und es ist ein unglaublich schöner Wein für Herbstküche. Ich Das glaube finde, ich auch, das aber ich glaube, erinnert aber es ist etwas nicht an Ruhe. gereift. Es ist reif, aber nicht gereift. Nein, Es aber ist ich total meine, jung. jetzt, du schreibst ja 2017. Also jetzt ist er als Ja. Essensbegleiter noch zu jung. Ja. Ach so, du meinst, wenn er Und Reife hat, ist er der gute Essensbegleiter. Ich habe dich falsch verstanden. Ah, ja, dann da bin ich sofort dabei. Aber diese Herbstaromatik ist schon sehr deutlich. Aber im Mund hat er auch etwas, was an Tomate erinnert und sogar. So getrocknete Tomaten. Das ist sehr gut. Das recht. Es wird ein grandioser Essensbegleiter. Ich habe Sag schon wieder was mit ich Pilzen im doch. Kopf. Oh, ich hätte so Sag Appetit jetzt ich gerade. doch. Grandios als Essensbegleiter. Und unheimlich konzentriert. Eukalyptus stimmt. Der hat wirklich da hinten raus so wirklich einen deutlichen Eukalyptuston. So, da sitzen wir. Es reicht aber nicht. Nein. Das ist schon richtig, richtig, richtig cool. Naja, die, also Vor für allem mich ganz ist es eigen, ne? zwischen 1 und 2. Ja, bin dabei. Und? Eins und nochmal. Ja, das ist doch ein Wort. Ich habe es mich fast nicht sagen können. Es ist Schneidmann. Es ist Württemberg und es ist Lemberger. 2013 Fellbacher Lemmler. Das wird mal ein Riesenwein. Es braucht bloß Zeit. Okay. 3, 2, 9, 6, 7, 2. Habe ich schon? Ja. Jetzt sind wir wieder in der deutlich pilzigeren und gemüsigeren Abteilung, die halt Spätburgunder halt nochmal ist. Aber es hat Schliff. Das Geschliffen ist herb, ein bisschen altholzig. So kleine Waldbeeren. Was hat denn das noch? Was ist denn das? Was ist denn das für ein Gewürz? Das ist ganz, ganz speziell. Also ich denke an, also ich habe etwas Paprikapulver sogar. Oh ja, das meine ich Das nicht. meine ich nicht. Ich meine was ganz anderes. Mir fällt es nur nicht ein. Dieses Dunkle.
was nicht unbedingt schwarzer Pfeffer ist. Nee, es ist nicht Pfeffer. Und man, obwohl Pfeffer drin ist, aber ich meine nicht Ah, das. weißt du was? Ich habe jetzt Sichuan-Pfeffer. Das Ich hat. wäre so ein bisschen Kubebenpfeffer hätte jetzt ich, aber ist das alles? Ja, du hast schon recht, es geht schon in die Richtung. Ja, vielleicht hast du auch wirklich recht und es ist einfach nur eine Pfefferart. Aber es ist eine ganz, ganz, ganz eigene Würze. Dann hat es wunderbare, hast du ja schon gesagt, Gemüse. Ich bin gerade zu überlegen, was für Gemüse entdecke ich da? Ein paar Kapernbeeren unter anderem. Und Aubergine. Okay, also ich habe so, ich bin Und Richtung Lorbeer dazu. rote Beete gegangen, aber Aubergine. Ich finde Aubergine ziemlich deutlich. Und vor allem, wie gesagt, alles zusammen mit diesen, es ist schon ein bisschen alles eingeschmort mit viel Lorbeer dabei. Also Lorbeer finde ich auch ganz deutlich. Also man merkt schon, es ist ja normalerweise nicht unsere Art, immer tausenderlei Aromen rausfinden, unbedingt zu müssen. Aber es charakterisiert diese Weine halt so eindeutig. Deswegen macht man das in dem Fall einfach auch mal. Bei einfachen Weinen machen wir das nicht. Aber das ist so deutlich und das zeigt auch, wie komplex Richtig. der Wein einfach ist. Im Mund wunderbar saftig. Und dabei total herb. Oh. Sehr viel Tannin, aber das ist sehr originär. Das ist Genau. nicht Holztannin, das ist Schalentannin. Und es ist nur noch sehr jugendlich. Dann hat er das Holz macht sich durch diese kantierten Nüsse im Hintergrund Genau, und bemerkbar. toller Holzeinsatz. Also das ist ja nur so im Hintergrund. Ich finde, da hat jemand verstanden, wie Pinot geht. Das ist auch so natürlich. Genau Das ist so das. natürliche Ja, Schönheit. ja, ja. Vielleicht bei 90. Wirst du höher? Also ich würde mir auch noch mal anschauen. Ich wäre auch jetzt bei 90, ja. Genau, so machen wir das auch. Überlege nur, ob Ah. nicht der Lemberger nicht, weil er Noch mehr kommt. expressiver ist, Oder was meinst weil er expressiver, Dass er so, dass er besser dass wir kommt. ihn dadurch Ja. jetzt diesen, ja. Ich glaube nicht, ich glaube, der Lemberger ist noch ein bisschen tiefer. Aber wie auch immer. Das ist Schneidbahn, das ist wieder Felbacher Lemmler, es ist wieder 2013. Dieses Mal ist es nur Spätburgunder. Kriegt auch noch einen Tag Reife. Okay. 3, 2, 9, 8, 1, 5. Ja, Reife ist Blödsinn. Luft halt. Oh, das ist ganz anders. Sehr herbe Nase. Kühl. Bin ich bei Heidelbeeren, die also fast eingekocht sind. Ja, aber der Holunder stimmt auch immer noch, glaube ich. Ja. Also dunkle Frucht, Holunder steht immer für mich für sehr herb. Ist es ja auch. Und aber da ist etwas auch für Süße. Interessant. Du sagst Süße in dem Moment, wo ich denke, dass es auch was Säuerliches hat, selbst in der Nase schon. Das ist eine ganz interessante Mischung. Auch wieder Suppenkräuter und dann so eine helle, gewürzige Note, von der du immer nie weißt, was es ist, so irgendwas Afrikanisches oder so. Und du denkst, was ist es jetzt genau? Sehr, sehr eigen.
Es ist auch floral. Es ist, wie gesagt, suppenkräuterig, ganz eigenwillig. Ganz fest im Mund. Fest ist es. Fest, total herb. Erdig, altholzig. Hat so sehr originäres Tannin, also wenig Holztannin, mehr Schalentannin. Lorbeer, Wacholder, also ganz Pfeffer. Das Dieser wirkt Wein, total zu. ja, der wirkt so wie was fast Knackiges, als ob du auf was Festes, das einen saftigen Kern hat, wenn du da drauf beißt. Und dann ein Mod Salz. Der zeigt noch gar nicht, was er kann. Der braucht auf jeden Fall einen Tag. Ich würde jetzt 91 sagen und sagen, wir lassen ihn einfach stehen. Ah, okay. Ganz andere Baustelle. Das ist das Weingut Keller, Dalsheimer Bürgel 2013. Nummer? 129817. Wirkt auch ein bisschen unfiltriert. Das ist ganz leicht trüb, dabei relativ hell. Oh. Fleischig, suppengemüsig und oder suppenkräuterig und tabakig. Blaue getrocknete Blüten. So. Kühle, aber auch warme Elemente. Führst du das Stimmt. auf hohe Reife? Naja, die warmen Elemente sind natürlich Reife, der Alkohol. Die kühlen Elemente sind Mineralik, die dadurch, oder wie soll ich sagen, die Frucht an sich ist ja auch nicht wirklich warm. Die Kräuternoten sind nicht wirklich warm. Aber insgesamt vermittelt der Wein schon auf mich Wärme. Baumrinder finde ich übrigens super. Baumrinde hat er in der Nase und am Gaumen. Ganz deutlich. Sehr eigen. Und wieder minzig. Das ist wieder der kühle Ton da drin. Ne? Obwohl er Richtig. diese Alkoholwärme hat, hat er diesen ganz intensiv minzigen Anteil. Auch so ein Hauch Zitrusfrüchte, ne? Zitruszesten. Und wieder Suppenkräuter. Ich glaube, dass er da ganz gut steht, aber ich glaube, dass man auch den noch mal einen Tag stehen lassen Ja, muss. würde ich auch. Noch einmal, Keller. Aha. Mir persönlich gefällt sogar der von seiner Aromatik. Also gefällt mir unglaublich gut. Diese komischen Etiketten, die stellt er wieder scharf. Naja, gut, wir haben natürlich viel. Also, das ist jedenfalls wieder Keller, Rheinhessen. Das ist Niederflörsheim, der Frauenberg. Drei, zwei, neun, acht, eins, sechs. Boah. Muss ich Das mich ist kühl anschneiden? und tief. Das ist auch wieder total unfiltriert. Das ist ganz trüb. Ja, es ist ungeheuer komplex. Tief, straff, kühl geschliffen. Und fein. Sehr feine Himbeertöne und helle Kirschen. Rote Johannisbeeren, ja.
Schlehen, ja. Oh, das ist gut. Schlehen, ja. Ganz deutlich. Ganz einladende und einnehmende, kühle, vielschichtige Nase. Das kann er auch im Mund. Ganz frisch. Kühl, saftig, knackig, noch ein bisschen gedeckt durch Hefe und Gerbstoff. Völlig unentwickelt. Aber ein Biss. Der Schlehenton ist enorm. Also das ist super. Und es ist ein Tannin, das überhaupt nicht vom Holz kommt. Das kommt nur aus den Schalen und so. Puh. Das ist gekonnt. Sehr gekonnt. Das ist zwar total unentwickelt, aber das magst du eigentlich gleich weiter trinken. Das ist so animierend, das hat so ja. Einen, das regt so einen Speichelfluss an. Das ist wirklich saftziehend ohne Ende. Sehr schön. Ja. Dem geben wir schon auch noch einen Tag, aber es ist ein toller Wein. Auf jeden Fall. Ich bin wieder sprachlos. Naja, ich ja auch so ein bisschen. Wir schweigen gerade uns und alle anderen an. Ja, genau. Vielleicht sollten wir. Gut, haben wir noch einen? Nein. Dann, das war der letzte. Ja, du willst ihn ja noch zeigen. Ja, dann, also dann, der was, dann ist das noch einmal Keller. Westhof in der Moorstein 2013. Felix. Ach, das ist ja da, steht scharf auf einmal. Also gut, das war's bis jetzt. Wir werden einen ganzen Teil der Weine morgen noch einmal probieren. Dann wahrscheinlich nicht aufnehmen, weil die Anja sich drückt. Und allein. Musst du das alles verraten? Ja, muss ich alles verraten und allein. Naja. Und allein ist ja dann doch blöd. Aber es wird diese ganzen Weine noch mehr in der Nachverfassung geben. Man kann es ja dann nachlesen bei uns. Wie auch immer, wir sind froh, dass ihr noch dabei wart, falls ihr noch dabei seid. Meine Tempusspielereien, gell? Wir sehen uns auf jeden Fall nochmal, denn es trudeln immer noch große Gewächse ein. Es fehlen ja auch immer noch ein paar Top-Produzenten, die noch nicht eingeschickt haben oder gerade erst eingeschickt haben. Es gibt also nächste Woche nochmal Videos. Bis dahin, danke fürs Zuschauen und tschüss. Tschüss.